Hey, Heptagon, einer der ersten drei. Hallo zusammen. Ist gerade wieder ganz gut geworden, das Essen. Ich hatte Brötchen, harte Brötchen. Also wirklich, wirklich hart. Jo, gewonnen. Und zwar habe ich aus Versehen statt den Grillgang in der Mikrowelle den Mikrowellengang angemacht. Die sind dann, ich weiß nicht, die verkleben einfach nur. die Brötchen. Also habe ich die in Milch aufgeweicht. Über Tage habe ich sie, hat das gebraucht, bis es wieder komplett weich geworden ist. Und habe es jetzt mit Eiern gegessen. Parmesan. Eine Hälfte mit nochmal Käse und Salami drauf. Die andere Hälfte mit direkt mit noch Tomaten, ja, passierte Tomaten gekocht. Schmeckt so ein bisschen wie Rührei, das Ganze. Ich meine, gut, sind jetzt auch ein paar Eier drin. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es krass, wie satt man durch zwei Brötchen und ein paar Eier werden kann. Ja gut. Da wird, also dann ein bisschen was kommt ja noch dabei. Sei es der Salami und so. Und der Käse. Ich glaube auch keine unerhebliche Menge an Milch, die da drin ist. Wahrscheinlich einiges. Ja. Die Genie und danke. Trotzdem gibt eine ganze Menge. So wurde ich jetzt gut satt von etwas, was andere weggeschmissen hätten. Ja, ich dachte mir so, ja, ich müsste jetzt mal langsam wieder gesund genug sein, um streamen zu können. Ich bin noch nicht gesund genug zum Sport machen, also das lasse ich noch, aber übermorgen vermutlich wieder. Aber ich kann heute wieder was spielen. Da dachte ich, kann ich ja Remember Me weiter spielen, habe ich wieder Lust drauf. Also das heißt, als zwischenzeitlich war jetzt nicht so, als ob ich da keine Lust hätte, sondern war wirklich, 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 nur dass es mir nicht so gut ging. Auf jeden Fall habe ich Lust drauf. Das ist so. Ich habe nur keine Ahnung, wie die Steuerung ist. Also was da war, aber ich glaube, ich habe es mit einem Controller gespielt. Aber ich glaube, ich krieg's auch wieder raus. Ja. Mach mal. Ich hatte da keine eigene Szene zu. Dann würde das wohl so funktionieren. Habe ich schon gestartet? Ich warte mal. Remember me? Anscheinend noch nicht. Dann habe ich nicht fest genug gedoppelt geklickt. So. Capcom. Wollen wir mal. Don't Not Entertainment. Unreal Engine. Beat. Nvidia. Drücken Sie Start, Enter. %20 auf Erroristenagenten. Schwierigkeitsstufe. Und plötzlich wird auch die Soundeinstellung genommen.
Wenn ich heute nicht so schnell reagiere, bin sehr müde, 14 Stunden Arbeitstag, 900 Kilometer Autofahren. Ja, weiß ich Bescheid. Danke für die Info. Freut mich, dass du da bist und ja. Da habe ich dann wieder so einen Tag erwischt. Mhm. Na gut. Ich fahre fort. Also eigentlich ist das nicht wahr, aber ja. Verschließe die Tür vor allen Fehlern, bleibt auch die Wahrheit draußen. Ach was. Mit den Architektencodes, die ich gestohlen hatte, sabotierte Edge den Saint-Michel-Damm und überschwemmte die Komfortburg. Er meinte, jenen, die nur an ihre eigene Bequemlichkeit dachten, sei es recht geschehen. Warum habe ich getan, was er wollte? Ich hätte die Stadt verlassen können. Ja. Und mir woanders ein neues Leben erfunden. Aber ich wollte wieder Staatsfeind Nummer 1 werden. War es Teil dessen, was ich bin? Haben wir den Ausgestoßenen von Slum 404 Gerechtigkeit gebracht? Oder hat mein Handeln zusätzliches Leid verursacht? Nur Militante glauben, der Zweck heilige immer die Mittel. Edge sagte mir, mein Gedächtnis würde seit meiner Verurteilung in der Festung Bastille verwahrt. Ich muss dorthin und mein wahres Ich finden. Der einzige Weg in die Bastille führt durch das Gedächtnis von Johnny Greenteeth. Ein schräger Vogel aus Slum 404. Einziges Problem, keiner weiß, wer er ist und wo er sich versteckt. Wie viel verdient man denn so als Fischer? Das war eine Fangfrage. Starke Spannungen, tiefer Ausgang. Ja, warum vertrauen wir den Typ? Ich meine, der hat uns am Anfang geholfen, da rauszukommen. Aber das, was der jetzt uns hat machen lassen. Okay, Nellen. Tommy hilft dir, in die Bastille zu kommen. Geh wieder zu seiner Bar. Hätte er das nicht heute Morgen tun können, als ich dort war? Nein, wir mussten erst die unteren Ebenen von Slum 404 trockenlegen. Du hast alles geplant, wie? Kehren Sie zum Leaking Brain zurück. Mit dem, was wir bereits gemacht haben, müssten wir ja schon quitt sein. So, zurück in den Slums. Schluss mit Schickimicki. Dinge zum Handeln. Lassen Sie uns mit einem Lächeln handeln. Naja. Spitzenfisch. Was geht da? Körperschmuck und Farbe. Wie immer. Auf der Suche nach dem falschen Weg. Ihn zuerst zu erkunden. Richtige Wege möglichst zu meiden. Verwenden Sie Ihren Spammer, um Türschlösser zu blockieren. Drücken Sie LB zum Anvisieren und LB zum Feuern. Gut, dass er es nochmal sagt. Stimmt, da war ja was. Cyberware vom Wühltisch. Ja. Das ist sehr bezeichnend. Man sieht nur viel Licht und Schatten, aber auch so eine Ecke mit so zwei Gläsern. Niedrigpreis-Proteine. So, jetzt bin ich einmal rum. Da sind zwei Gläser. Und hier drücke ich B für einen Sat-Patch. Das fünfte angesammelte Sat-Patch fügt Ihrer Gesundheitslage einen weiteren Balken hinzu. Schön. Bisher gefühlt alle bekommen.
Spam. Du wurdest voll gespammt. Was? Skaramex sind Parasiten, die sich von Energietransfers aus der Umgebung ernähren. Achten Sie auf das charakteristische Geräusch, das sie verursachen, um sie aufzuspüren und zu töten. Die Sache hier geht den Bach runter. Dieses oder was? Befällt er mich bald? Anspammen kann ich ihn nicht. Aber ich kann ihn anvisieren. Ich kann ja nicht woanders diesen Spammer rausholen. Ich brauche ein Ziel. Da geht's. Ich kann aber nur das tun. Alle anderen Tasten tun nichts. Muss ich den hier gar nicht töten? Sondern der ist nur... Während Notfallteams die Tutorial quasi nicht in den Griff bekommen, bezichtigte sich der rätselhafte Terroristenführer Edge dieses unverschämten Sabotage. Leaking Brain. Die verpatzte Festnahme der perversen Gedächtnisräuberin Nilin, Terroristin und aktuelle Spießgesellin von Edge, scheint dies zu bestätigen. Der Chef der Saber-Einheit, Captain Hardhunter Trace. Ich hätte durchaus wieder gekämpft, wusste nicht. Hab Lebenspunkte da. Arena? Kaum ausgesprochen. Ich kann es gar nicht fassen. Ein Wer Abo. War das? Herr Heptagon, was tun Sie da? Warum tun Sie das? Lassen Sie das. Aber Dankeschön. Gasse, Säule, sowas wie eine Treppe. Aha, aha. Sowas wie eine Treppe. Naja, von der Seite. Säule. Eine neue Combo ist im Combo-Lab verfügbar. Drücken Sie, um das Sensenmenü aufzurufen. Ja, jetzt sowas. Hier eine neue Combo? Dafür brauche ich erstmal ein Y. Ja, jetzt habe ich keine Schlüssel mehr. XX, YX, XY. Da geht ja nur noch YY. Oh!
Fokus nicht genug. Okay. Nicht so das Problem. So, Säule. Treppe. Sattpatch. Gefahr, 966 Grad. 966 Grad und es wird noch heißer. Diese Ratten sind ungefährlich. Wo kommt dieses erste Mal, dieses Geräusch vor? Interessiert mich. Ich glaube, ich gehe mal auf Kopfhörer. Bin ich gerade ein bisschen atmosphärischer. Tot ist er? Ich kann hier rein. Aber wie komme ich auf der anderen Seite wieder raus? Ich hatte schon mal Schalter, ne? Mit dem Spammer? Okay. Was ruft er? Ist ein bisschen leise für mich. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Fast doppelt so laut. Witz. Hey, Dude. Dude. Ey. Lass sie nicht so hängen. Da kann ich nicht hin. Was ruft er da? Lass sie mal in Ruhe abhängen. So kann man doch nicht leben. Kevina is waiting. Oder Kevina. Hier haben wir Janine is waiting. Sind wir hier im offensichtlichen Androiden Rotlichtbezirk angelangt. Babes in the irgendwas. Interessant, dass in so einer Zukunft immer noch Rotlicht als Signalfarbe benutzt wird. Ich meine, man kennt es ja aus historisch, obwohl es bei Androiden nicht mehr so richtig Sinn macht. Sexuell ist ja klar. Das ist ja klar. Ich heile deine Traurigkeit. Sex und Essen. Essen auch. Halt die Grundbedürfnisse. Feuern Sie mit dem Spammer auf Marodeure, die von den Wänden hängen. Halten Sie LB gedrückt, um einen von ihnen anzuvisieren. Verwenden Sie R, um das Ziel zu wechseln.
Drücken Sie RB zum Feuern. Das könnte ich auch mal ab und zu mal sehen und auch das. Aber hast du deine Unterstützung verloren? Ups. Und dein Leben verloren. Das kam mir jetzt nicht ganz professionell vor, aber ausreichend. Was haben wir hier? Auf den Dächern über dieser Würfelfigur. Der Sieg bedarf keiner Erklärung, der Niederlage erlaubt keine. Diese Würfelfigur da oben drauf. Ich will darauf. Na da. Schalosia. Oh. Na? Dahin? Ich will doch erst noch... Wann komme ich denn dahin? Da hoch, da will ich rauf. Da will ich rauf. Kann ich da auch nach rechts? Nee. Ist ein bisschen gerailroadet. Nee. Fühlt sich nicht ganz so frei an, dieses Spiel. So. Irgendwo hier. Tada! Startpatch 2 von 5. Und hier haben wir ein Gerät.
Oh! Wie nervig. Nicht nur, dass ich nur raten kann, was ich für Tasten drücken muss. Ich muss sogar immer wieder öffnen, um es dann erneut zu raten. Ernsthaft? Kann ich das einfach noch nicht? Treten, Junkschuss, Schlagen, Spammer, das hilft mir nicht weiter. Aber ich kann ja nichts weiter tun, als jede Taste zu drücken. Du willst nur... Huch, hallo? Komisch, mein Ton war gerade weg. Es wird hier einen Grund haben. Ach! Nein! Einfach häufiger drauf schießen. Das sieht nur nutzlos aus, ist es aber nicht. Oh, wie doof. Oh, wie ätzend. Oh, wie fies. Den einen hätte ich auch kaputt machen können. Ich hätte nur häufiger draufhauen können. Jetzt habe ich den einen nicht geschafft. Weil das Spiel mir absolut keine Rückmeldung gegeben hat, dass ich irgendwas Sinnvolles tue. Also habe ich es sein gelassen. Och Mann, das nervt jetzt. Ich meine nicht, dass ich... bin ich gerade zurück? Sonst alle sehen werde. Wird wahrscheinlich auch andere tatsächlich... übersehen. Aber den einen, den habe ich nicht übersehen. Hallo? Hallo? Ernsthaft? Ich kann hier nicht mehr rein? Kann ich sterben? Ich kann nicht springen in der Landschaft. Wenn ich es oft genug versuche, sterbe ich. Vielleicht bin ich dann wieder beim Kampf. Oh nee. Der ist doch da vorne irgendwo, oder nicht? Ich weiß, dass er da ist. Da. Ist der jetzt wieder zurück? Für mich zurückgekommen? Oh, voll süß. Ne, ich glaube, der war woanders. Aber bei dem einen hier jetzt gerade, bei der Maschine. Ah doch, ich habe da was gehört. Hätte man halt auch für Ticken von der Zeitschaltuhr halten können, aber ja. So. Will ich da runter? Will ich da rechts? Immer diese Möglichkeiten. Ein gutes Zeichen, Schwester. Dein Kerngedächtnis hat der Behandlung widerstanden. Happy Place. Hier wohnt der Spaß. Jax weiß alles. Jax kann alles. Das Wichtigste habe ich behalten.
Die Werbung. Am 25. Geburtstag ist Jax nun wieder da. Mit tollen Neuheiten, die ihn zum beliebtesten Spielzeug der Saison machen. Jax der Panda, ein Happy Place Produkt. Happy Place, hier wohnt der Spaß. Jax weiß alles. Jax kann alles. Jax liebt Kinder und Kinder lieben ihn. Oh, okay. Gut, dass wir nicht aneinander geraten sind. Da läuft schon wieder wer. Was ist das? Dies ist mir unheimlich. Ich wollte gar nicht runter. Dieses Gerät hier. Ich kann auch Sensenraserei ausführen und dann alle verprügeln. Was? Drücken Sie, um das Sensenmenü aufzurufen? Jetzt? Eine neue Impressionklasse ist verfügbar. Eine Kettenimpression übernimmt und verdoppelt den Effekt der vorangegangenen Impression. Eine Kettenimpression ist selten und sehr mächtig. Platzieren Sie sie mit Bedacht. Denken Sie ebenfalls daran, dass je weiter hinten eine Person in einem Kombo platziert ist, umso größer der Effekt sein wird. Dies betrifft auch Kettenimpressions. Verwenden Sie die neue Impression, um eine Kombo zu erstellen. Je länger eine Kombo ist, desto kraftvoller. Okay. Auch schön meine Raserei unterbrochen. Ne, ich wollte eigentlich den hier machen, aber ward mir nicht vergönnt. Das war nicht schnell genug reagiert. Das war schnell genug reagiert. Der wird immer noch beschützt. Der ist nicht nur stärker, sondern unsterblich. Solange es die gibt. Gut, dass ich da ein Mittel gegen habe. Weißt du was? Weggemacht. So, ich bräuchte noch ein Y für da unten. Ich habe aber, ja, ich habe hier oben noch ein Y zum Freischalten.
XYY XYY. Hm. Okay.